Nur allein übers Anrichten kann ich beim Gast Neugierde und die Vorfreude aufs Essen wecken. Natürlich kann mich auch ein Teller im Endeffekt für die Entwicklung für ein Gericht inspirieren. Ich versuche oft beim Anrichten die Form des Tellers mit dem Essen zu integrieren. Welches Gericht passt auf welchen Teller? Für das Kürbisrisotto mit Pancetta und Kürbiskern passt dieser Teller hier perfekt. Es hat ja doch eher eine, ich sage jetzt mal, eine sämige, cremige Konsistenz und läuft gern auch auseinander. Deswegen braucht das Risotto einen Halt und dieser Teller bietet den Halt perfekt. Weil ich habe im Endeffekt eine breite Fahne und habe eine schöne Schale zum Anrichten. Kann den Risotto schön mittig platzieren und dadurch eine tolle Eleganz hinbekommen. Bei dem Wildschwein-Ragout mit Pappardelle habe ich hier den Teller gewählt. Zum einen, weil es so eine wunderbar klassische Form hat und weil ich einfach Platz brauche. Ich habe dadurch die Möglichkeit, die Pappardelle sehr locker mit dem Wildschwein-Ragout anzurichten. Denn beim Anrichten darf man eins nicht vergessen, die Gerichte brauchen Luft zum Atmen. Wenn Tradition auf Moderne trifft, kann das nur spannend sein. In unterschiedlichen Tellern, Formen, Schälchen richtet man erstmal getrennt an und kann dann am Tisch alles wieder zusammenführen. Und da bietet sich ein schöner Stilmix von verschiedensten Tellern ganz, ganz prima an. Bleib bei dir, finde deinen Stil und mach was Tolles draus. Define your style. Thank you.